Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von InfiniFactory. Wir sind damit zugange, dieses Shuttle-Ding hier zusammenzuschrauben und haben das Problem, dass wir hier unten in dem Bereich miteinander kollidieren. Und da habe ich mir jetzt mal eine Lösung ausgebastelt. Ich habe so ein bisschen nebenher geschraubt. Und dann fangen wir mal an, hier das so ein wenig umzustricken. Und zwar müssen wir erstmal diese ganze Spur ein wenig dichter dran setzen, damit wir ein bisschen Platz gewinnen. Dazu nehme ich mir dann mal hier eben die Ecke, die brauche ich nämlich gleich. Zack. Und dann dieses Area Select Tool, das kennt ihr ja eventuell schon. Und da muss ich eben gucken, dann nehme ich nämlich diesen Block. Und dann einmal die ganze Rotze bis hier vorne. So, da haben wir jetzt diesen ganzen Schisseler-Ding mit drin. Den machen wir einfach mal ein Stück näher da dran, damit wir einfach noch ein bisschen Platz gewinnen. So, das kann bleiben. Dann reiße ich das da hinten wieder ab. Zack. Und dann machen wir Folgendes. Der kommt raus. Und dann muss ich gleich mal eben gucken. Ihr seht, ich habe hier den Booster-Fix schon wieder dabei. Das jetzt passt, dass wir den da hin machen. Auf jeden Fall das hier unten, das kann weg. Den brauchen wir nicht mehr. Denn wir werden ganz einfach die fertigen Bauteile, die hier oben gemacht werden, oder Teilstücke, werden wir ganz einfach oberhalb der ganzen Anlage drüber transportieren. So dass wir da unten nicht mehr kollidieren. Ganz einfach. So, um wieder mal M gesagt zu haben. Das machen wir mal hier hin. Der kommt von da. Dann können wir den hier einfach hochfahren. Am Ende muss so ein Stoppding dahin. So, wie hoch war das Teil? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt kommt hier oben drauf einfach so ein, wie heißt das? Kopfband. Und dann können wir hier nämlich unten drunter einfach weiter transportieren. So. Das müsste ja schon funktionieren. Ich lasse das mal eben kurz laufen. Damit die Abstände passen. Sieht aber schon ganz gut aus. Ah, jetzt weiß ich noch, was ich vergessen habe. Das bauen wir sofort ein. So, der fährt rüber. Dann wird er jetzt gleich von dem weggestoßen. Genau, wenn die da hinten durchkommen. Fährt hoch und kommt nicht weiter, weil... Achso, ein zu tief. Ah, da fehlt einer. Ja genau, ich habe das Band vergessen. Dann können wir das aber sofort mit einrechnen, beziehungsweise das mit reinmachen, was noch fehlt. Zack, Band. Der kommt da hin und dann machen wir hier einfach mal da und gleich am Ende so einen Drehfuzzi hin. Weil wir den ganzen Scheiß ja noch umdrehen müssen. Damit diese Düsen, die hier rauskommen, auf der von hier aus gesehen rechten Seite sind. Wie es da hinten auch mit dem fertigen Bauteil ist. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, wann fällt der runter. Ein weiter, glaube ich, ne? So, das da unten müssen wir dann eventuell noch ein bisschen anpassen, dass das hier vernünftig läuft. Da dieser Ablauf ist ja eigentlich schon komplett und fertig. Es ging ja eigentlich nur um dieses Kollidieren in dem unteren Bereich. So, angeschweißt, der wird rausgeschoben. Läuft hoch, dreht sich zweimal, einmal, zweimal, perfekt. Müsste jetzt eigentlich schon auch richtig liegen. Nö, da fehlt noch was, weil, alles klar. Ich muss dieses Band. Mache ich das kürzer? Nein, ich mache das mal anders. Und zwar mache ich dies einfach mal einen länger. Dann müsste er eigentlich passend fallen, dass er dann nach vorne transportiert wird und hier rüber. Das nach vorne transportieren kann ich natürlich dann auch wieder hier machen. Mal schauen. Letztendlich spielt es keine Rolle, weil der Weg der gleiche bleibt. Oder derselbe. Wie heißt es denn jetzt? So, einmal hoch mit der Scheiße. Rüber, drehen, drehen. Und ab die Luzi. Ja, so. Jetzt passt das nämlich wieder hier mit dem weiteren Verlauf. Da kommen jetzt gleich die nächsten Teile an. So, die haben gewartet. Der Ablauf passt. Da wird alles zusammengeschweißt. Und mein Bauteil läuft nach hier. Perfekt. Sodele.
Ich hatte ja irgendwann schon mal gesagt, es ist ganz hilfreich, wenn man zwischendurch mal eine kreative Pause macht, um dann da mal so weiter zu basteln. So, dieses Teil müssen wir jetzt noch, wie war das, zweimal drehen. Das werden wir dann einmal hier oben machen und einmal hier unten. Oder gleich zweimal hier oben, ich schau mal. Wie breit ist denn das Teil? 1, 2, 3, 4, 5. Gucken, ob das hinhaut. 8. So, schaue ich mal. Was jetzt hinter mir passiert, ist erstmal uninteressant. Jetzt geht es darum, dieses letzte Teilstück passend zusammenzuschrauben. Beziehungsweise zu platzieren. Zusammenschrauben ja nicht. So, das heißt, wir müssen hier jetzt einmal ein Band machen. Wir könnten jetzt theoretisch hier nochmal drehen. Gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob der da irgendwo anstößt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich denke mal, da sind wir auch relativ zügig durch. 1, 2, das sieht gut aus. So, das heißt, wir können dann an dieser Stelle. Wo sind wir denn hier? Oh, das könnte sogar noch hinhauen. Sogar sehr gut. Tut mir leid, wenn ich so oft M sage, das ist eine Angewohnheit. So, letztendlich ist dies ja auch ein Knobelspiel und mit M's kann man gut knobeln, ich zumindest. So, jetzt kommt der von da irgendwie und dann schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie aneinander geknuspert kriegen. Der müsste ja theoretisch, das ist unglaublich, wenn man einmal drauf achtet. So, dann schauen wir mal, ob die beiden Teile passend ankommen. Jetzt hoffe ich mal, dass da nicht noch irgendwie eine Staustrecke oder sonst was rein muss. Ja. Unglaublich. So, der wartet jetzt schön da vor sich hin. Der nächste ist aber schon anscheinend fertig. Jetzt kommt der an. So, der würde den jetzt wegschieben. Das heißt, ich könnte mir da einfach nochmal... ein Klötzchen zwischensetzen. Das heißt... einfach mal an der Stelle. Somit wird er noch nicht in Position geschoben. Da können wir da einen Drücker hinsetzen. Ja, das gefällt mir. Mal schauen, ob das ablauftechnisch funktioniert. Soweit habe ich es noch nicht vorgebaut gehabt. Ich habe da oben die Änderung mal platziert gehabt. So, mein Lieber. Du läufst jetzt nicht weiter, weil... wo muss ich denn dabei mein Band hinstrecken? Also, alles klar. Ich muss mein Band bis da laufen lassen. Bis da. Da liegt das erste Teil und da kommt der zweite zum Liegen. Der ist... war der nicht zwei breit? Ja, zwei breit. So, ne? 1, 2, dann bleibt der... Moment, da bleibt das vordere Teil hier mit den Lasern liegen, an der Stelle, klack. Und da wird der dann gestoppt, klack. So, das heißt, da muss hier irgendwo der Schweißfuzzi hin. Und wenn der plopp zusammengelaufen ist, dann können wir den entsprechend abfragen, je nachdem welcher der erste oder, ja, welcher der erste ist und dann einfach nach hinten reinschieben. Sollte eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. So, der liegt und wartet. Der Rest kommt von hinten. Hey. Noch wieder ein zu kurz. Ach so, ja, ist clever. Der zweite Klotz ist ja der da. So. Du aber. Muss ich gleich noch eben die passende Stelle finden, wo wir den zusammenschweißen. So, jetzt haben wir das hier zusammen und dann können wir theoretisch da schweißen. So, das heißt, an dieser Stelle, an
dieser Kachel. Eins, zwei. Eins ist das Band, zwei ist der, drei und dann waagerecht, ne? Jo. So, dann auch schon mal. Eins, zwei und dann waagerecht. Achso, den Schweißer habe ich an der Seite gepackt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der. Zack. Einmal, zweimal. Das lasse ich jetzt auch. Probiere ich auch nochmal eben kurz aus und dann lassen wir uns was kurz einfallen. Das hört sich gut an. Lassen wir uns eben was einfallen, wie wir den rüberschieben können. Da kann ich an der obersten Stelle anpacken, hiermit und da Sensor. Alles klar, da weiß ich auch schon. Ja, ja, Kopf über. Hm. Denke ich mal, das funktioniert. So, der ist da. So, gefunkt hat es. Dann können wir diese Ecke abfragen und machen direkt darunter so ein Drückefuzzi. Und dann brauche ich den nur noch quer rüber transportieren. Jo. Dann sollte es eigentlich Bing machen, falls wir nicht irgendwo noch einen Fehler drin haben. Dit. Und dit. So, dann hier Band rüber. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht läuft es ja sogar komplett durch, dass wir keinen Stau mehr hinkriegen. Dann hätten wir es jetzt gelöst. Mal schauen, ich guck mal momentan, knapp 10 Minuten, 11 Minuten laufen wir und danach bin ich mal gespannt. Ich weiß wirklich nicht, ob danach noch weitere Rätsel kommen. Danach kommt nämlich diese hier Endbesprechung von dem ganzen Abschnitt und dann mal gucken. Ich habe mich selber da in der Hinsicht nicht gespoilert, so dass es dann also sein kann, dass das hier die letzte Folge ist. Mal schauen. Sodele, da hinten kommt jetzt der fertig an. Bin ich mal gespannt, ob ich noch irgendwie was vergessen habe. So, der liegt bereit. Pick. Ja, läuft nicht weit genug. Doof. Ah, deswegen läuft der. Da ist das Mist. Jetzt sag nicht, ich muss den unbedingt zwingend von der anderen Seite rein. Kann ich den liegen lassen? Ist nicht schön, aber wir machen das jetzt einfach mal. Weil sonst müsste ich den hintenrum irgendwie transportieren. Weil ich hier keine Bandunterstützung mehr habe. Das ist der Grund. Ist ja eh eine Endlosproduktion, von daher ist das Wumpe. So, Vorderteil oder Hinterteil, was das auch immer ist, liegt bereit. Da kommt der Rest an. Klack. So. Ne, ich müsste den ja bis in die Mitte transportieren. Das heißt, eigentlich müsste ich den von hier aus reinbringen. Weil ich da unten kein Band mehr drunter habe an der Stelle. Aber da kommt der nächste, der stört ihn nicht. Es hat Bing gemacht. Und damit müssen wir jetzt nur noch abwarten, ob sich da hinten noch was aufstaut. Ich glaube es nicht. Um das noch einmal gesagt zu haben. Das ist unglaublich. Es funktioniert. Mein Gott, siebte Folge, achte Folge, ich weiß es gerade gar nicht. War dann mal wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mal, die Lösung ist so ganz okay. Wir tricksen ja nicht, wir schneiden ja nichts weg oder sonst was, was überflüssig ist. Dann gebe ich mal hier Gas. Dann bin ich mal gespannt, was als Briefing noch kommt. Ah, da seht ihr schon. Ja, geschissen, mein Herzchen, das funktioniert nicht. Das ist jetzt doof. Ah, da hat sich was aufgestaut. Hier ist irgendwo ein Fehler passiert. Okay. Das ist doof. Das heißt, hier müssen wir noch wieder rumstricken. Schade, war wohl nichts mit Pause, mit Folgenende. Schauen, ob ich das noch schnell lösen kann. So, der wartet jetzt. Die liegen bereit. Ich muss gucken, wer den Stau auslöst. Der erste ging ja durch und der zweite auch. Das hatten wir schon gesehen. So, die liegen bereit. Da kommt der nächste. Das ist noch alles okay. Der wird von dem weitergeschoben. Dann kommen die. Achso, das ist, gehört ja zusammen, genau. Auf die Pausentaste gehen. Das funktioniert auch noch. Da wird geschweißt. Momentan sehe ich noch keinen Fehler.
Der wird reingeschoben, die liegen bereit. Dafür geht's nicht weiter. Warum geht der jetzt nicht weiter? Ah, der liegt da schon drin. Was? Warum? Warum liegt der da schon drin? Moment, Moment, Moment. Da haben wir noch einen Fehler. Dieses Teil, was von der Mitte aus nach links transportiert wird, das war zu früh da. Oder? So, der wartet jetzt rechts. Jetzt muss ich nur eben gucken, wer hat den denn weggeschoben? Wer hat den ausgelöst? Das war doch eigentlich, wenn er ankommt, ne? Da unten drunter sitzt der. Der wird angestoßen von dem Zähler. Eigentlich. Okay. Momentan bin ich ratlos. 1, 2. Das ist der Zähler, der sitzt falsch. Da habe ich einen Fehler drin. Weil der wandert. So, Moment, der steht auf 4. Es wäre doch richtig. Wieso zählt er denn falsch? Bei 4 löst er aus. Na, komm schon. 1, 2, 3, 4. Ah, der zählt den noch mit. Aha. Gut. Das heißt, wir müssen den nochmal etwas anders setzen. Muss ich leider nochmal laufen lassen. Ich denke, den muss ich einfach hier anknüpfen an der Stelle. Damit er mir nicht den anderen mitzählt. Weil der läuft ja jetzt einmal nach da und damit zählt er einen mit. Ja, das ist natürlich mies. Ne, der graue Klotz oder grau-braune Klotz wird da jetzt von nach rechts rüber geschoben. Und damit zählt er einen weiter. Das heißt, das macht er ja an jeder Stelle, weil dieses einmal verschoben wird. Wie morgen wir das? Grübel, grübel. Ja, ich muss das irgendwie hier abzählen. Das ist mir schon klar. Dazwischen setzen kann ich ihn nicht, weil der ja dann drauf vorbeifährt. Ich dachte, hier einfach zählen, das geht aber nicht so. Dann muss ich mir mal was überlegen, was ich ja schon die ganze Zeit mache.
Ich denke mal, ich werde hier mal einen Schnitt setzen. Beziehungsweise wir sind eh bei 20 Minuten und mir was einfallen lassen. Und dann sehen wir uns, wenn ich die Lösung habe, denke ich mal. Bis dann.